Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Entschuldigung für die Zitter. Ich zitter heute ein bisschen. Ja, vor Freude, vor Staunen vor allem. Es ist einfach ein absolut fantastischer Ausblick. Hier in meinem Wohnzimmer, in der Ferienwohnung. Direkt aufs Wasser. Hier, die Schiffe fahren rechts, links vorbei. Wir sitzen hier, wir reden, relaxen. Das tut einfach der Seele gut, immer wieder aufs Wasser zu schauen. Also wer hier wohnt, dem geht's psychisch bestimmt super. Die Sonne, das Wasser, der Himmel, Alhamdulillah, Subhanallah. Es ist einfach nur, ja, und hier Winter Palace. Direkter Blick auf eines der teuersten oder das teuerste Hotel Luxors. Na, im Kolonialstil, Masha'Allah. Also ich denke mal nicht, dass wir da irgendwann mal reingehen. Finde ich für uns einfach fast schon haram, so viel Geld kostet das eine Übernachtung. Aber ja, toll ist es bestimmt. Ja, definitiv. Wir fühlen uns trotzdem hier wohler, in unserer eigenen Ferienwohnung. Klar hat man kein Buffet, kein Frühstück, kein Menü, kein nix. Aber wir haben unsere Ruhe und fast 100 Quadratmeter, anstatt so eine kleine, ja, Luxusparzelle. Kann man überlegen, was wichtiger ist, billig und groß oder und schön natürlich, ne? Winter Palace hat natürlich nicht so einen Ausblick wie wir. Guck mal, hier schon wieder ein Schiff, ein Bötchen. Ich würde jedem nur empfehlen, Ferienwohnung, rausgehen, essen gehen, wieder nach Hause, da hast du deine Ruhe. Zum Frühstück Sachen besorgen, jede Wohnung hat einen Wasserkocher, eine Herdplatte, man kann auch mal selber kochen, man kann einen Salattag einlegen, kalte Platte, ja. Ja, das ist der Platz vom Sofa, kann man direkt auf den Nil gucken, ne? Tolles Wohnzimmer, kann man nichts sagen, als ob man direkt, ja, am Nil sitzt. Hier mit Sonnenschirm, bei denen geht es heute auch los. Leute, da sitzt auf dem Balkon und gut, ich sitze jetzt nicht die ganze Zeit hier, nicht, dass ihr denkt, ich mein Urlaub, ich sitze hier und auf dem Balkon und warte auf Schiffe. Nee, so sieht es nicht aus. Wir sitzen im Wohnzimmer und haben den direkten Blick auf den Nil und wenn wir was Tolles sehen oder ich, wie jetzt so ein großes Kreuzfahrtschiff, kann man ja mal draufhalten für euch. Ja, der Himmel ist wunderschön blau. Die Leute haben jetzt, das ist die beste Zeit, November, Dezember. Wobei November finde ich schon eher besser. November, Februar, März. Na, März auch nicht mehr. November und Februar, sagen wir mal, eine Nilkreuzfahrt zu machen. Dezember und Januar sind schon recht frisch. Könnte auf dem Schiff kalt sein, aber jetzt ist das beste Wetter. Na? Los geht's hier, hä? Alles voll. Viel Spaß. Na, wer ist von euch da drin? Und sieht mich auf dem Balkon. Das wär's, oder?
Bye bye. Relaxen, sonnen auf dem Balkon. Balkonien am Nil. Das ist wirklich schön. Ich bin hier angekommen mit Stresspegel 10, jeden Tag ein, zwei Pegel runter. Ich bin angekommen auf 2, morgen wahrscheinlich auf 0, dann gehe ich relaxed nach Hause. So, jetzt sieht man meinen relaxing Husband. Der Blick zum Nil. Ja, wir können ruhig mal sagen, wo wir hier sind. Dass die Ferienwohnung könnt ihr anschauen bei booking.com. Die heißt Riverbank. Und letztes Mal waren wir im Full Moon, das ist 2 Häuser weiter. Ja, und die ganze Ecke hier, also da sind viele solche Häuser, wo man direkt aufs Wasser sieht, wo man seine eigenen 4 Wände hat. Natürlich kann man mal zeigen hier mit Fernseher, ne? Eigene Haustüre, mashallah, really, you have your own main door. Ich zeige euch jetzt nicht mehr. Weil wir haben hier unsere privaten Sachen ausgebreitet, aber im Internet könnt ihr gerne mal nachschauen, booking.com, Riverbank oder Full Moon House. Ja, und wer sich dann entschieden hat, hier zu wohnen, muss natürlich auch auf die andere Seite kommen. Jetzt fragt ihr euch, wie mache ich das? Wenn man hier rausgeht, zur Tür raus, ne, hier, dann lädt man links. Hier rechts ist übrigens 10 Meter weiter ein Supermarkt, da kann man sich alles kaufen. Wenn ihr nach links lauft, werden euch ganz viele nette Herren fragen, Lunch, Lunch, die wollen euch nicht zum Essen einladen. Das heißt nicht auf Englisch essen, sondern auf Arabisch ein Boot. Braucht ihr ein Boot? Ne, die schreien euch an, Lunch, Lunch. Also, wir sagen immer so, ja, wir haben Hunger, yalla, wo ist das Essen? Nein, das ist ein Boot. Dann plus minus, also wir zahlen so um die 20 Pfund, 15 Pfund mit dem Schiff. Dann gibt es noch einen, würde man sagen, so einen Kompletttransfer, sage ich jetzt mal. Das ist ein ganz großes Schiff mit, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Plätzen und es fährt immer hin und her, hin und her. Da zahlst du nur 1 Pfund. Nee, 50 Piaster, Entschuldigung. Und abends ab 11 Uhr oder 10 Uhr 1 Pfund. Ja, und so kommst du halt immer von A nach B. Das dauert 5 Minuten, die Überfahrt, aber warten, bis das Schiff halt voll ist, kann mal 20 Minuten sitzt man. Ne, dann kommen dann viele Gruppen, vielleicht auch nur 5 Minuten, und sobald das Schiff voll ist, fährt er rüber. Wenn da hinten das Schiff wieder voll ist, fährt er wieder zurück. Und so immer im Hin und Her, hin und her. Wenn ihr nicht warten wollt und auch, ja, keine Zeit für sowas habt, nehmt euch ein Schiff, 20 Pfund, für Touristen bestimmt auch mal 50 oder 100 Pfund. Wer das gerne bezahlen will, kann das machen, aber so kommt ihr dann nach hinten hin und da hinten dann mit Kutsche weiter. Ich empfehle natürlich besser Taxi, die armen Pferde, einfach ja, gucken, dass man, wenn man ein Pferd nimmt, soll das wirklich ein fettes, gut genährtes sein, dass der das gut benutzt, also behandelt. Ja, ansonsten Taxi nehmen. Und sich die Stadt anschauen. Also es ist einfach, wenn man so auf eigene Faust ein bisschen was macht, sieht man viel mehr vom Land, als wenn man sich immer auf den Reiseleiter verlässt. Sich einfach mal trauen, so eine Ferienwohnung zu nehmen. Hey, und man braucht keine Angst haben. Die Türen hier sind abgeschlossen, unten ist abgeschlossen. Wir haben hier einen Doorman hier unten, hier im Haus. Der schläft hier ganz unten, also in der ersten Wohnung links. Wenn irgendwas wäre, also hier ist immer alles abgeschlossen und ja, sicher. Braucht man keine Angst haben. Und ich kann euch mal verraten, also es gibt ja immer Special Offer. Diese Ferienwohnungen zahlt man am Tag, egal wie viele Personen. Man zahlt auch kein extra Strom, kein extra Wasser. Man zahlt einmalig
300 Pfund, manchmal 400 Pfund, kommt drauf an, also wie das Angebot ist. Also es sind 15 Euro plus minus am Tag. Und wenn man überlegt, wenn man in so ein hier Iber-Hotel, na klar hat man da Frühstück, aber da zahlt man schon viel, viel mehr. Na, und hat so eine kleine, ja, ein Viereckzimmer, weiß ich jetzt auch nicht. Man kann sich da nicht so bewegen, nicht so frei sein. Der eine will Mittagsschlaf machen, der andere nicht. Wo geht der andere dann hin? Ja, zum Beispiel, na? Und deswegen, ich finde halt, ich wollte auch mal ein Fünf-Sterne-Hotel wieder mal, aber nee, lass mal. Ferienwohnung ist wirklich besser. Hab schon zu meinem Mann gesagt, wir haben umsonst geheiratet. Ich wollte ja dich eigentlich nur heiraten, dass wir in die Hotels gehen. Aber wenn man mal so eine Ferienwohnung gewohnt ist, und dann weiß man die auch zu schätzen. Leute, traut euch und ja, hier da hinten kann ich euch mal sagen, was haben wir denn hier, was kommt denn da? Wir auch mal überlegen, welches Hotel war das? Da ist Steigenberger auf jeden Fall. Dann haben wir da das Sonesta und da hinten das Pyramisa. Ja, Iber Hotel ist hier und das Winter Palace haben wir hier. Ja, könnt ihr natürlich alles in den Hotels auch buchen, aber ja, nicht kein Vergleich zu hier. Jetzt wollte ich gerade ausmachen, läuft ein Babykamel vorbei. Ja, genau. This is Egypt. Mit den Kindern. Wo ist die Mama? Keine Mama da. Na gut. Das war es auch schon wieder von uns. Meine kleine Wassertherapie. Wir sehen uns. Ich wünsche euch eine schöne Woche und überlegt euch Luxus, Luxus, Luxor. Genau. Kommt nach Luxus, Luxor. Nehmt euch eine Ferienwohnung. Nicht immer die Hotels. Traut euch. Es ist wirklich empfehlenswert. Ja, das war's schon wieder von mir. Hat euch das Video gefallen? Ihr wisst es. Hinterlasst mir doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke. Das sagt ja jeder immer dazu. Ich vergesse das immer. Jetzt fällt mir es ein. Rechts die Glocke aktivieren, draufdrücken. Dann werdet ihr immer sofort informiert, wenn ein neues Video kommt. Okay, ansonsten bis die Tage. Masselema. Bye bye.